Hallo Freunde, es gibt Videospiels. Hier ist ja die grüne große Laufstange mit einem schönen Bug. Seht euch mal die Schlange an. Ich habe es irgendwie fertig gebracht, durch Fragmente für eine Schlange zu kriegen und die hat sich da festgebackt. Das heißt, ich kann jetzt in aller Seelenruhe hier hinten drin vermöbeln. So, und dafür hören wir erstmal 100 Rubine. So, ich habe auch schon die zweite Flasche. Und ja, den Wegpilz habe ich jetzt auch. Und was noch? Genau, jetzt gucke ich gerade, mit dem ich alles Fragmente fallen kann. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwas Tolles freischalte. Jawohl, das nenne ich doch mal super. Das wurde ich aber erst auf dem Hinweg, anderen Weg. So, jetzt erstmal, genau. Bringen wir den Wegpilz. Ich habe nur noch einiges zu tun. Was ist das denn? Wir sind ja schon wieder neue Show fertig. Ich habe nicht die Angewohnheit, im Schnall Schuhe herzustellen. Du bist ja, weil du einen Schuh von mir haben willst, oder? Ich hänge dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Ein Moment, sie sind gleich fertig. Ist klar. Es wäre fertig, du bitte schön. Ich ist uns exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht. Damit rennst du wieder hin. Da, 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 Pegasus-Stiefel halten. Oh, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Nee, komm ich sicher nicht. Du bist jetzt verschlafen. So. Kann ich auch rein? Ich werde jetzt noch geschlafen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir später. Gut, einverstanden. Hallöchen. Brokkoli, und da ist eine Truhe. Und noch irgendwer? Jawohl. Yay, da ist ein Baum auf der Hochende kaputt gegangen. Okay, dann schauen wir doch mal danach. Geh weg. Kusch. Oh, ich habe noch nicht mal den Angriff gelernt. Muss mir noch holen. So, wo? Hier. Oh, Moment. Aufladen. Aha. Oh, halt, stopp. Oh, meine Güte. Hehe, jetzt habe ich zwei Feen. So, jetzt bekomme ich wieder eine neue Attacke. So, jetzt holen wir uns die nächste Technik, denn es gibt noch eine, die wir uns jetzt holen können. Okay, erstmal wieder meinen Emulator holen lassen. Der hat nämlich gerade eine ziemlich niedrige Framerate gehabt. Okay, das sah episch aus. Oh, okay. So, Kongo Pack auf. So, okay, also ich glaube den hier und ja, den hier. Herzstück. 50 Rubine, 50 Rubine. Bla 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 bla, ich hab's kapiert. Oder auch nicht. Oh, den Trick kriege ich irgendwie nie wirklich so gut hin. Muss man direkt, wenn man R gedrückt hat, A drücken. Aber sonst geht's. Okay. Falsches Spiel. Geh weg, Kusch, weg dich. Weg dich, Bums. Ah. Okay, es läuft aber noch relativ gut. Ich habe mehr als genug Leben, denke ich. Oh Gott, die geheime Welt von Tabatana. Einer meiner unbeliebtesten Dungeons, oder was heißt Dungeons, unbeliebtesten Orte, an die man gehen muss. Weil ich mich unterrand hier sehr gerne hier verlaufe. Eine Truhe, die nehmen wir mal mit. Oh nein, was ist passiert? Oh, ein Wächter, der den Schatz beschützt. Sei vorsichtig. Yay, endlich mal wieder so ein Action. Ja. Na, was sagst du jetzt, ne, Digga? Die späteren sind voll heftig mit den Tornado-Schlägen und so. Ich kann auch die ganze Zeit angreifen, aber es nützt nichts. Also immer schön warten, bis er sich zur Seite dreht. Und dann einen Treffer landen. Au, oh, der hat wehgetan. Oh, das nehme ich doch mit.
Goldenes Glücksfragment. Fehlen noch 3. Schlangen! Schlangen! Die bringen mich noch um, wenn ich nicht aufpasse. Ah, ich habe ja ein paar Fäden dabei zum Glück. So, ich glaube, das Ding kann ich jetzt im Wirbelangriff nichts machen. Ich dachte, ich könnte es kaputt schießen. Gut, dann eben nicht. Boah, ich verirre mich hier immer. Wo geht's denn weiter? Ja, ich glaube hier rauf. Oder? Nee, doch? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Peilung. Nee, da war ich am Anfang. Oh, siehste, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Meine Fresse. Na, hier rüber. Eine höchst merkwürdige Steinschuld, die ist es auch, ist irgendwie unheimlich. Ja, da brauche ich den Bogen. Da lang. Oder? Ja, halt, nein, stopp, da lang. Nein, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ey. Wie kommt die denn hier rauf? Ich war doch gerade eben noch da unten. Scheiß Cheater, ey, überall. Was ist hier drin? Ein Deko-Händler. Den blocken wir. Komm her, los. Bam. Oh, da ist was im Tiloriewald aufgegangen. Die Stelle kenne ich. Das merken wir uns für später. Lauf, lauf, lauf. Gut. So, klein machen. Und hier rüber. Krug. Bumm. Dumm. So, und hier ist drin ist Gegner. Stirb! Ihr alle. Geschafft. Das ist der Bogen. Den brauchen wir jetzt. Gleich dann halt. Krug. Okay, hier lang. Gut, dass ich das nicht blind spiele. Sonst. Gut, ich stelle es dann immer noch manchmal an, wird es blind sein, aber. Oh. Meine Fresse. Falsche Richtung. Jetzt hat. Es geht aber eigentlich. So, wenn ich da in den Sumpf reinfall, verrecke ich eigentlich sofort. Also nicht verrecken, sondern ich kriege sofort live gezogen. Dumm. Dumm, halt, stopp, Moment, wo muss ich hin? Halt, nein. Hä? Ah, hier. In your face, in your face, in your face. So, okay, jetzt hier über das Wasser. So, hier finde ich was Schönes. Erstmal ein bisschen Pfeile und dann. Zudem müssen wir zum Schluss gehen, denn der lernt uns mal eine besondere Technik. Die coolste von allen, aber die können wir jetzt leider noch nicht lernen. Du hässliches Mistviech. Gut, dass man das 20 Minuten Zeitlimit hat. Vielleicht mache ich heute mal 25 Minuten, einfach weil ich gute Laune habe. So, das öffnen wir. So, jetzt wechseln wir mal auf den Bogen. Und machen Puff. Und weg da. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Und in dein Gesicht. So, schön. Schlange, Schlange. Bam. Fuck. Zweites goldenes Glücksfragment. Voll ins Auge gefasst. So, das haben wir auch schon geöffnet. Very, very nice. Au. Nun. Hierauf. Darauf. Darunter. Aha, darunter. So, jetzt. Zack. Wow. Komm her, los. Bam. Weg. Und wir haben alle drei goldenen Glücksfragmente gefunden. Yeah, hier gibt es später auch noch was, wenn wir den Wasserfall passieren können. Hab ich getroffen. Au. Halt, stopp, da bin ich rüber. Nee. Okay, da brauchen wir die Handschuhe. Gut. Nom, falsch. Nom, auch falsch. Nom. Da gibt es irgendwas zu holen. Au, allgemeine Verwirrung. Ich blick gerade selber nicht durch, was ich eigentlich mache. Hä? Dumm. Halt, falsch. Was mache ich denn? Ich will in die Truhe da oben ran. Ich habe da irgendwann ein Glücksfragment, das ich haben wollte. Ah, hier lang. Gut, jetzt sagen. Aha, jetzt habe ich es gefunden. Seht ihr, wenn ich will, kann ich's doch.
Du bist auch selten intelligent, oder, Digga? Ne, klappt nicht. Bei den alten Zeldern kann man ja durch manche Objekte durchschießen. Kaputt. So, und darin ist jetzt ein blaues. Hä? Ich wusste doch, das ist eine Falle. Noch eine. 40 neue Rubine. Cool. Nein, nicht in den Sumpf. Boah, dumm. Ah. So, jetzt muss ich das richtige Glücksfragment finden. Und zwar das da passiert. Peng, da ist das Ding angekratzt. Puff, jetzt ist es fast kaputt. Jetzt ist er Fuchikato. Das ist ein richtiger Speedrun. Jim und Maso LP, Jim von Jim und Maso 4 wird noch eifersüchtiger, weil der. Komm her, los. In dein Gesicht. In dein Gesicht, in dein Gesicht. Steh wieder auf, du. Lecker. Boah, ich hasse diese Statuen. So, kaputt. Weiter. So, wie ging das? Genau, da reinklettern. Jetzt kann ich in das Loch hier und die Truhe bergen. Da. Jo! Bitte lass es das sein, was ich haben will. Was ist das? Nee, verdammt, ich brauche ein anderes. Was ist mir zu sagen? Die Sternsoldaten. Ja, ich weiß. So, der hat nicht einen Schalter, den lösen wir aus. Jetzt ist er wach und jetzt können wir ihn töten. Naja, warm. So, der ist hin. Nichts verloren. Und. Ich finde sogar, wenn ich die Speed-Up-Taste gedrückt halte und zuhaue. Ich spiele nicht hier gerade voll wie ein Berserker, aber ey, scheiß drauf, das macht Spaß. Ah, übrigens, das Gras hier wächst nicht nach, das heißt, man kann danach als kleinen Link hier ganz simpel durchlaufen, könnte den Schlangen eigentlich ausweichen. Man hat in die Riesenabkürzung. So, jetzt mal. Jetzt hier, wusch. Oh, und so, wenn das nicht passt, was ich hier gerade durchrace, wie ein Bekloppter, der hat Pech, denn ich werde das wahrscheinlich jetzt noch die ganze Zeit was machen. Das hat tierischen Spaß. Gas töten. Drogen. Okay, jetzt spiele ich mal wieder ein bisschen normal, damit sich mein Emulator und meine Framezahl hier ein bisschen beruhigen kann. So, jetzt töten. Komm her, los. Töten. Jetzt so, bam. Bam. Und du. So, ja, genau, der versperrte Weg, das weiß ich. Das macht immer nichts, denn jetzt gehe ich noch hier rein. So, erstmal. Ich hätte die große Geldbörse vorholen sollen, dumm. Wahrscheinlich habe ich nämlich dann wieder die ganze Kohle voll. So, dann deaktiviere ich. Machen wir groß. Da gibt es nicht irgendwo Gegner, dann kann ich noch irgendwas finden, glaube ich. Glücksfragment. Oder ich muss, glaube ich, alle Gegner finden, sogar um weiterzukommen. Ich weiß noch nicht, wo alle sind. Ah, da war einer. Es ist eine sehr merkwürdige Spielweise, aber mir macht Spaß so. Tor des Windes. Los geht's. Gerungen braucht man diesen Chance-Bonbon. Ja, gebachtet, wie fallen die hier aufgeschätzt und so. Welcher Weg wird der richtige? Links, rechts. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Doch, ja, halt, stopp. So, die Viecher können wir wie in den anderen Zelda spielen, mit Hilfe des Boomerangs verwandeln. Aber ich bin gerade so voll, den rauszukramen, von daher. Ey, wo kommst du denn her? Dann deine Mutter. So, Tor ist offen. Moment, so, jetzt durch. Ach, gut. Silberschleim, der ist mir Wurst. Geh weg. Ich wusste doch, die Dinger kommen. Dich mache ich kaputt. Da. Ja, genau. Den hier und dann den hier. Nein! Oh, ich bin aus die falsche Ecke gekommen. Nochmal. Jetzt hat er so. Hier Portal. Du.
So, jetzt gehe ich da rein. So. Wusch. Und mache ich den. Mache ich bam, 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 bam. Und dann mache ich den. Wow. Und dann kann ich mir noch ein kleines Extra holen. Und dann mit denen hier. Wusch. Mache ich den hier. Ah! Ah! Bin ich groß? Und wieder ein neues Herz. Hä? Wo ist ich? Aha, da. Wow! Das kommt davon, wenn man einmal nicht hinguckt. Ein Schlüssel. Gut, 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 gut. Jetzt holen wir einen zweiten. Überall deine Mutter. Hurensöhne. Ihr könnt gar nicht glauben, wie viel Spaß das jetzt eigentlich gerade macht, obwohl ich hier eigentlich nur wie ein Berserker durchrenne. So, jetzt kommt hier. Skelette des Todes. Das sah gerade eben aus, als würden zwei davon Armdrücken machen, die am Anfang wohl ineinander reingerannt sind. Ah, hier ist hier eine Falle. Die ist mir Wurst. Das ist auch eine. Du bist kaputt. Das trifft mich jetzt, oder? Nee. Gut. Ich glaube, heute nehme ich mal 25 Minuten auf, einfach weil ich Lust dazu habe. Okay, bam. Bam. Eine Tür ist offen. Muss ich da rein? Ja, da muss ich rein. Gut, wie war das? Den aktivieren und dann den hier. Dann gehe ich da. Töte dich, mach dich tot. Dann lasse ich dich drehen. Mach dir ein, mach dir zwei. Aber daneben und drei. Dann bekomme ich den Dungeon Kompass. Excellent. Ich gehe ja ziemlich ab gerade. Nummer 1. Nummer 2. Ah, oh, dumm. Alle Schlangen. Bum, 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 bum. Piss dich. Ich hasse Schlangen. Habe ich das schon mal gesagt? Ah. Oh. Manchmal hasse ich meine Dummheit. Geht doch. So. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt haben wir beide Schlüssel. Jetzt gehen wir in den mittleren Gang rauf. Da kommen wir später zum Boss. Da kommen wir jetzt aber noch nicht lang. Also gehen wir hier entlang. Und ja. Fröhliches Ringelpiez machen die Skelettchen ja wieder. Oh, kommt doch nicht alle auf einmal, ihr Spasten. Hallo. Sieh dich. Alter. Kusch dich. Immer dieser Stress bei den Drecksviechern hier überall. So, jetzt kann ich mir nicht da den... Na, die Karte holen, nicht den. Hopsa. So, jetzt muss ich, glaube ich, zuerst rechts entlang. Da gibt es nämlich was Gutes. Oder was? Links, rechts? Ich glaube, ich rechts. Ja, rechts, okay. Pegasus-Stiefel. Ja. Oh, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir da nicht heil durchkommen. Oh Gott, Hände des Todes. Lasst euch bloß nicht von denen packen, die kennt ihr sicher noch aus den älteren Zelda-Teilen. Denn die Frau forcht mich ganz schön zum... Ah, geschafft. Meine Güte, ich sie hasse. So, hier. Genau, da bringt es nichts durchzugehen einfach. Da muss ich erst noch das Rätsel gelöst haben. Ja. Ich könnte jetzt den zweiten Schlüssel benutzen, den ich habe. Aber das bringt mir nichts. Denn ich kann mir hier noch einen Schlüssel holen. Oh, ich bin so dumm. Natürlich muss ich den hier benutzen, nicht der. Ich könnte auch auf der anderen Seite erst einen Schlüssel holen, aber das hier lohnt sich mehr, meiner Meinung nach. Also machen wir den erst kaputt. Lass doch rein. Ah, dumm. So, jetzt halt hier so. Nein, falsch. Oh Gott, ich bin doch so blöde. Es kommt davon, wenn ich nur alles auf Geschwindigkeit mache. So, hier. Gut, jetzt kann ich da nämlich durch und da muss ich rauf. Nein, halt, stopp. Hä? Doch. Oh, ich blick's gerade nicht. Was mache ich denn? Doch, ich hätte das links. Oh, ich hätte das links muss. Verdammte Kacke. Ja, oder? Nein, halt, stopp. Oh, Leute, ich krieg gleich voll den Überticker. Ich krieg's heute echt nicht zusammen. So, weg mit euch. Hier rauf. Jetzt darf ich die erstmal schieben. Schieben. Die greifen. So, ich mache halt echt 25 Minuten. Oder vielleicht eine halbe Stunde mal ausnahmsweise, wenn ich mal vorankomme. So, okay. Wenn ich den und den aktiviere, bin ich da und da. Dann schiebe ich den jetzt dahin. Und rauf, rauf. Okay, perfekt. So, jetzt. Den an. Mache ich. Den an. Laufe ich so. So.
und kriegt den Schlüssel. Oh, es geht doch. So. Da muss ich nicht auch später wieder zurückkommen, wenn ich soweit bin. Raum gucken, vielleicht ist hier irgendwo ein Herz oder so für mich. Ich will nicht, nicht sterben. Ich hab's jedenfalls nicht vor. Tue ich aber schon nicht weit. Nein, da war ein Rubin. Fuck. Okay, dann kann ich ihn zurück. Dumm. Wie oft mache ich eigentlich nochmal den gleichen dämlichen Fehler heute? So, die Hände lasse ich, die kann ich später noch brauchen. Oh mein Gott! Boah! Ich bin heute richtig bescheuert, oder? Sagt's mir, ich bin bescheuert. Ich leiste mir gerade so extrem viele Pannen, dass es schon wehtut. So, da kommen wir gleich irgendwo in der Hand. Genau da. Das war ein roter Terror-Grabscher. Da kommt gleich nochmal. Kann mir aber mal nichts. Da kann mich mal am Arsch lecken. Mir auch wiederum nicht. So, ich bin gleich tot und jetzt kommt noch ein Gegner, oder? Wenn ich hier raus will. Genau. Ein roter Ritter. Ist doch geil. Kann ich knicken, der wird mich wahrscheinlich gleich töten, oder? Na, komm. Oh, fuck you, guy. Los, schlag zu. Penner. Wieso treffe ich den nicht? Nicht dumm? Jetzt hat 3, 4 und geschafft. Ich habe ihn noch gepackt. Okay, gut, jetzt sind wir hier. Oi, oi, oi. So, Tür auf. Uiuiui, ich muss eigentlich lernen, ein bisschen weniger riskant zu spielen. Was ich hier mache, ist Selbstmord quasi. Hier musste ich lang. Ich vergesse es jedes Mal so. Wo ich es erstmal gespielt habe, wusste ich beim besten, wenn ich die Zeit ergehe. Hier von dem Maulwurfhandschuhe. Jawohl. Na. Später kriegt man noch eine Fähigkeit, dass man mehr graben kann. Jetzt habe ich voll Rubin. Kacke. So, jetzt brauche ich die nämlich. Jetzt gehe ich nämlich wieder hier lang. Ausrüsten mit Pegasus-Stiefeln. So, es geht nicht danach erst der richtig happige Teil an, wenn ich damit fertig bin. Lalala, lalala. So, jetzt kann ich mich nämlich hier... Oh. Mann, was ist halt los mit mir? Wo habe ich halt mein Gehirn gelassen? Geh weg, Schlange. Hui, 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 danke. So, jetzt wird es ein bisschen happig. Jetzt muss ich genau zwischen den Balken hin und her laufen. Um nicht unnötig an Leben zu verlieren. Ach, geschafft. Sehr schön. So, und hier kann ich erstmal Leben wieder aufladen. So, Maulwurfhandschuhe und Bumerang. Der trifft mich jetzt, ist mir jetzt aber wurscht. Denn jetzt bekomme ich erstmal eine Fee und die füllt mein Leben wieder auf. Von daher. Ah. Wurst kann es mir sein, wenn ich gerade mal ein bisschen Leben verliere. Sekündchen. Mal kurz mal drin, ob ich noch was essen wollte und so weiter. Kommt ja so ab und an. Find's nett, dass du immer so schön nachfragst. So, hey, magst du noch was essen und so? Freue ich mich doch so. Jetzt warte ich kurz, bis der Arsch da hinten weg ist. Jetzt kann ich mich da durch. So, und jetzt. Nam, 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 nam. Oh, geschafft. Huiuiui. Gut, badadada. So, hier geht's mich jetzt weiter. Glaube ich, es ging, glaube ich, hier weiter, oder? Ging da? Ja, ging da. Okay, jetzt bam, 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 bam. Hier rauf. Halt, da gab's gleich einen Glück-Moment. Oh, fick mich. Irgendwo einer in diesem, von diesen Töpfen war, glaube ich, ein Glücksfragment drin, ein blaues. Wahrscheinlich habe ich es gerade eben gefunden, habe es nur vergessen. Oder es war ein großer grüner Rubin. Ja, es war ein großer grüner Rubin. Nein. Okay. Hier komme ich ein paar von den Schädeln. Da treffen mich wieder welche. Oh mein Gott, links, rechts, Spring, Fist Combination. Oh, ich mache gerade alle Fehler, die man nur machen kann in diesem Game. Meine Fresse. So, es war... Oh Gott, welcher Gang war es? So, hier wird mal geschummelt. Ich habe keinen Bock, alles neu zu machen. Also Safe State und links rein. Seht ihr? Dumm. Wie lade ich nochmal neu? Einfach nur F1. Ja. Ich vergesse es nämlich jedes Mal und gehe immer den falschen Weg. So, jetzt halt. Tut mir leid, dass ich gerade eben das Safe State benutzen musste. Ich habe keinen Nerv, alles mal von vorne zu machen. Oh mein Gott. So, jetzt kann ich das nämlich auch holen. Und dran ist ein blaues Fragment. So, wir sind gleich am Ende. Wenn ich mich nicht ganz irre. So, roter Beam. Ja, wir sind am Ende. Ich würde sagen, das war echt, wow, Megatempo. Quetzer, oder wie der hieß, irgendwas mit Quetzertockel. So, ihr könnt euch denken, dass ich kurz meinen Schnitt machen muss, denn ist gerade mein On gekommen, mit dem ich unbedingt reden muss. Bis gleich. So, jetzt habe ich sie erstmal zugestellt, wie sehr ich mich freue, dass sie wieder da ist. Und ja, erstmal falsche Taste drücken. Okay. Der Boss hier hat ein sehr leichtes System, zielt einfach auf diese Kugel in seinen Händen mit dem Bogen und macht sie kaputt.
Und das wiederholt ihr an beiden Händen, bevor sie euch greifen können. Macht sie kaputt. Und macht euch... Habt ihr gerade eben das Geräusch gehört, dieses... Das klang wie in Super Mario. Das ist übel lustig. So, jetzt hätten wir die richtige Stelle und dann... Drauf, 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 drauf. Jetzt krallt uns der Kraller. Gut. Läuft aber jetzt sehr gut. Der Kampf ist übelst einfach. Das sind USB-Grabber. Dummer Wortwitz, ich weiß. Da fällt mir ein, wisst ihr eigentlich, wie sich die ideale Fußballmannschaft zusammensetzt? Das ist ganz einfach. Vorne sind die Juden. Die dürfen sich nämlich nicht erwischen lassen. Dann sind hinten, die sind Amerikaner. Und in der Mitte sind Amerikaner und Afghaner, die bringen Farbe ins Spiel. In der hinteren Reihe sind die Schwulen, die haben den nötigen Bums. Und im Tor steht eine 50-jährige Nonne, die hat schon seit ein paar Jahren keinen mehr reingelassen. So, und wer jetzt uns Schmunzeln nicht unterdrücken kann, möge es mir in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas Dummes erzähle, ob man sich darüber freuen kann. So, mach deine Händchen auf. Und, huah, verdammt nochmal. Geil, oder der Angriff? Okay, klein machen. Das ist der Kampf nämlich schon so gut wie gegessen. Und ich glaube, irgendwie ist Mint wieder offline gegangen. Das wäre schade. So, 1, 2, 3, 1. Da ist er. Und gewonnen. Und wir bekommen ein Herzstück. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Herzen. Wir sind das Volk des Windes. Seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, in dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiel das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird, dann öffnet sich ein Weg. Dam, 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 dam. Okay, das Windes erhalten. Flugs. Flugs von A nach B. Ich habe auch eine. Was ist denn das? Hier ist ja gar kein Element. Sieht aus, hätte ich früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit dem Element hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Momentane Teleportation. Wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens ein Hinweis. Mit Hilfe der Ocarina des Windes werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir nun das nächste Element. Ja, jetzt kommen wir der Ocarina des Windes. Zum diesen Wind mal reisen, das schon offenbar. Aha, diese Rätsel auf dem Malival. Das sind Wegweise auf die Vögel, die den Besitzer doch nicht ertragen. Das heißt, der Vogel trägt uns zu dem Wind mal, den wir kennen. Hast du das verstanden? Jo, na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Auch wieder war. Gut. Jetzt können wir mit dem kleinen Mönch hier reden. Fragmente vereinen, wenn wir wollen. Genau so ein Gegenstück brauche ich. Na nur, ein Gast. Welch seltene Ehre. Wenn du Fragen hast, dann frag mich. Ich weiß das alles. Du bist eine See. Du bist ein Tempel vom See aussieht. Das Gemüsestand, der mich so lange Zeit betreten hat, als nächster liegt ein Bücherei in der Stadt. Die Tür muss man laufen. Geh doch hin. So, jetzt ein Bücherei nämlich auch. Ich weiß nicht, warum ich heute so... Oh, dumm. Heute so übelst abgehen mit dem Spiel. Ich komme mir langsam vor wie im Ero. Da geht ja auch so übel ab. Hopp. Oh, du willst Fragmente vereinen. Ja doch. Emero ist ja auch über so schnell, ich weiß nicht, dabei komme ich auch so vor, als wäre ich irgendwie voll da oben. Ja, ist schon. Geh weg. Ich brauche nur den Lern rein. Wie viel kostet der? Was? Fick dich! Ach, mein. Man. Oh, du auch? Ah, die heißt Andrea, genau wie meine Mom. Ist ja geil, oder? Cool, ich habe eine Insel gezaubert. Bin ich nicht gut? So, hier so. Nein, falsch. Und da passiert. Ein goldener Oktorok, der bringt auch nicht Kohle. So, jetzt müsste ich gleich mit Farore-Fragmente vereinen können, oder? Den? Nee. Nairo? Nö. Farore? Jawoll. Und ich hab's noch. Ah, episch. Jetzt komme ich dieser hässlich aufgeblasen Börsenmakler. So, jetzt dürfte ich eine junge Dame fragen, die gerne das Haus haben möchte. Ich könnte jetzt das ihr vorschlagen, ihr oder ihr. Und das bewirkt nämlich hier, den bringt mir den Feuertalisman, der bringt mir mehr Angriff. Den Verteidigungstalisman gibt mir mehr Abwehr, den bringt mir Nairu. Und den für Angriff und Abwehr bringt mir Farore. Also würde man eigentlich denken, ja, Farore ist doch saugeil, ich meine, bringt Angriff und Abwehr. Trotzdem, man hat ja noch die Wahl später für ein zweites Haus, wo man dann die oder die einziehen lassen kann. Und falls man den Angriffsabwehr-Talisman verbraucht, kann man überlegen, ja, mehr Angriff oder mehr Abwehr. Mehr Angriff wäre natürlich reizvoll, aber ich will den hier haben. So, jetzt geht natürlich Nairo zu dem Haus hin. Jetzt müssen wir auch leider eine Fee verschwenden. So,
So, und bevor ich die heutige Folge beende, benutze ich den Talisman, hole ihn mir nochmal und ja, dann seht ihr, was es bewirkt. Tada, ich bin blau, ist das nicht geil? Der Talisman hält leider nicht Ewigkeiten und meine Abwehr ist nur ein bisschen stärker, aber trotzdem, hallo, ich bin blau, ist das nicht cool? So, jetzt speichere ich mein Spiel hier. Halt, kurz austauschen, Schild. So, jetzt speichere ich mein Spiel hier und dann kommen wir zur nächsten Folge um die Büchereiaufträge. Und ja, dann zeige ich euch mal kurz, was jetzt im Hauptspiel schon interessant ist. Und nachdem ich das erledigt habe, würde ich sagen, Riato klingt sich aus. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play The Legend of Zelda. Dem Minish Cap. Seht ihr, ich bin blau. Gut, bis dann.